Willkommen zurück zu Sudeki, meine Freunde, wo der Elko gerade mit sich ringt, ob er den Kristall klauen soll oder nicht. Wir lassen den Kristall zurück, denn wir sind freundlich. Elko. Oi, oi, oi. Talos, was macht ihr denn hier? Ihre Majestät braucht deine Dienste. Ich soll dich nach Hause bringen. Nach Hause? Schwupp. So ein Mist, jetzt hat der Arsch den Elko mitgenommen. Neuer Auftrag. Oh lol, der kommt mit uns mit? Ist ja fesch. Ich lieb dich, ich will kein von dir. Du hast so geile Waffe und siehst so krass böse aus. Oh. So, genug geschwärmt. Darf ich den benutzen? Oh, schade, das wäre auch zu cool gewesen, wenn ich jetzt als der Typ hier spielen könnte. Na gut, der atmet ein bisschen gruselig, aber ansonsten. Zerstörter Innenhof. Will ich hier sein? Eigentlich nicht. Wir wollen doch nach Hause zurück. Ich bin hier verkehrt. Lalala, lalala, da müssen wir halt da lange gehen. Ich hoffe, der hat im Kampf auch was drauf. Hä? Ach, ich kann nur da lang. Also hier sind ja Dinge los, hör mal. Hier sind Dinge los. Da muss ich doch hier hinten rum. Das hab ich nicht gedacht. Muss ich hier lang? Nee, das war das. Was anderes war das. Nee, doch, ich bin doch hier richtig. Guck immer da. Menschenskinder, ich verwirrt es. Oh, oh. Erst bevor Wut das Fass sprengen. Hä? Wo ist der hin? Ah, hallo. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier, weil ich kann doch so einen komischen Fertigkeitsbalsam mitnehmen. Dafür bräuchte ich aber erst einmal... Darf ich jetzt bitte mal... Oh shit, lauf! Jetzt reicht sie aber erstmal schön in die Masse rein. Statistisch sieht's schlecht aus für dich. Jetzt gibt sie mich erstmal ordentlich einen auf die Fresse hier. Jetzt habe ich die Schnauze nämlich voll. Bitteschön. Jetzt kriegt der gleich noch eine Ladung ran. Lad doch nach, du Sau. Mach die jetzt kaputt. Musste ich das jetzt kapieren, was mit mir los war? Unser Kollege hier schnetzelt sich durch die Gegend, der böse Lord Talos. Von dem wir aber eigentlich noch nie offiziell wissen, dass der ein böser Hurenbock ist. Heilende Tränke soll ich keine mitnehmen dürfen, sagst du? Verpiss dich, ich nehme mit, was ich will. Noch einer. Zur Hölle mit euch allen. Au. Jetzt geht das schon wieder los. Wenn er mich trifft, verwirrt das einen irgendwie. Kann das?
machen kaputt. Seelennektar kann ich auch nicht mitnehmen. Na gut, aber wenigstens haben wir hier alles soweit geregelt. Da können wir jetzt doch erstmal weiter. Und zwar nichts wie weg hier. Ah, die Brücke. Da gibt es doch sicherlich auch mal wieder ein paar auf die Gusche. Ich kenne Brücken und Brücken sind gefährlich. Also immer mit der Ruhe. Nicht mit mir, ihr Schweinekasper. Was haben wir eigentlich für Schutzschläge bekommen? Kraft des Zorns, okay. Können die Arkoniten beschwören hier, die blöden Echsendinger? Nie kann ich irgendwas aufnehmen, was ich aufnehmen möchte. Du bist schon tot. Holla, die Waldfee, da hinten geht's aber rund. Aua, wer haut mich und warum überhaupt? Geht doch alle weg. Ich will das nicht. Verschwinde. Oh. Da habe ich wohl die Wurzel des Übels beseitigt, was? Schattenstein mitgenommen. Wir müssen ja auch nicht weit, wir müssen ja eigentlich nur zum nächsten Portal und mit dem Portal müssen wir dann zurück in unser Jönischreich. Hör mal. Ach, ist schon vorbei, gut. Na dann. Also, ich bin ja erstaunt, dass ihr euch nicht auch verdrückt habt wie euer diebischer Freund. Was sollte denn das? Was hat sie gemeint? Was sie gesagt hat. Elko ist letzte Nacht geflohen. Mit dem Akloria-Kristall. Da war ihm seine Arbeit wohl doch wichtiger. Elko, konnten die Götter dich nichts lehren? Ziehen wir keine vorschnellen Schlüsse. Ha! Nett, dass ihr euren Freund verteidigt, aber die Wahrheit wird sich zeigen. Wir fürchten die Wahrheit nicht. Bringen wir es hinter uns. Echt? Immer her mit der Wahrheit, oder was? Na, die Wahrheit kommt wohl doch noch nicht ans Licht, weil wir ziehen doch noch ein bisschen weiter als Elkö. Elkö, dö. Elkö, dö. Dö. Oder was? Ihr habt voll kapiert, was ich von euch will, ne? Das sehe ich euch an. Ihr wisst doch genau, wovon ich rede. Ihr habt das doch in Skyrim auch schon mal gedacht. Steht endlich dazu, ihr Dinger. Ihr Stücke. Alter, kannst du mal aufhören, mir so gruselig in den Nacken zu atmen, hör mal. Wenn du Asthmatiker bist, geh und nimm deine Medikamente. Ja, aber sowas geht ja mal gar nicht. Das ist ja mal richtig creepy. Ab ins Schattenreich. Wo der Peter haust. Willkommen im Reiche der Schatten. So, wo wollen wir jetzt hin? Das ist voll gesperrt. Ach, die sind alle gesperrt, weil wir nur einen ganz bestimmten benutzen sollen. Nämlich den da, der ganz nah an die Festung führt. Den wollte ich ja aber eh benutzen. Also her damit. Auf nach Illumina. Und schon
begrüßt uns ein weiterer Ladebildschirm. Ist das nicht wunderschön? Gar wunderschön ist anzusehen. Ach, würde er nur vorübergehen. Denn im Wege steht er mehr. Ich will das nicht her. Ich möchte spielen, schnetzeln, Freude. Nicht blöde Schrift und Rumgeheule. Mach dich weg mit dem Ladebildschirm, du. Ich werd gleich bes, das sag ich euch. Ich bin schon richtig ungehalten, ich spür schon richtig, wie die Wut durch meinen Magen und die Eingeweide nach oben steigt. Gleich kotze ich puren Hass. So, was wird jetzt mal hier, oder? Oh, cool. Jetzt scheint's doch weiter zu gehen hier. Sowas aber auch. Na los jetzt! Ich will weiter! Blöde Drehscheibe, ey. Oh, endlich mal wieder ein bisschen Farbe, ist das schön. So, da kommen wir doch immer weiter, hör mal, da kommen wir doch immer weiter. Ist die Frage, wollen wir die Gelegenheit nutzen? Ich weiß nicht, ob wir es dürfen, aber ich würde die Gelegenheit schon gerne ergreifen. Weil ein paar Dinge haben wir ja noch zu erledigen. Geh weg! Der kann ja doch Schaden kriegen, da sieh mal einer an. Ich hab gedacht, das ist so ein unkaputtbarer. Aber so unkaputtbar ist der gar nicht. Bleib einfach liegen, lass es geschehen. Weil wir könnten ja mal nach Shadanimo ziehen, weil in dem Tempel, da können wir ja mit dem Elko was machen. Es gibt kein Zurück, Elko. Ich soll dafür sorgen, dass du zurück nach Illumina kommst. Gut, dann also Shadanimo ist hier strichen, Leute. Das ist fies gestrichen, wir dürfen da nicht... Ey, Moment, so haben wir nicht gewettet. Geh weg! Muschti, Muschti! Oh, ist er geplatzt? Oh! Hat er einen Bumsi gemacht? Das tut mir aber so viel... Ey, geh's weg! Komm mir nicht zu nah, ich hasse dich! Zu klappern, du Echse. Ja, das hat's voll gebracht, wenn der mich blockt. Oh ja, sag mal, ich glaub ja wohl, ich kotz dir gleich in den Hals. Geht doch. Also so eine miese Qualle. Ey, aber so einen heilenden Trank, den kann ich doch eigentlich mal reinpupseln. Hör mal, hier, bitte. Da kann ich den nämlich mitnehmen. Jetzt fliegt sie weg hier. Es ist auch schön, endlich mal wieder in bekannten Gegenden unterwegs zu sein. Wie konnte ich das alles nur so weit kommen lassen? So, hier können wir noch ein bisschen Zeug plündern und auch verkaufen. Wir könnten auch bei Gelegenheit mal einen Schmied aufsuchen, weil ich glaube, Elkos Waffe und zumindest seine Rüstung, die sind ja noch nicht wirklich... Ne? Amboss, Leder- und Fellhändler für die Hinterlande. Was für ein Leder könnt ihr mir anbieten? Das von meinem komisch atmenden Freund hier hinten zum Beispiel. Ja, aha, guck mal da.
Hier habt ihr ein Pelzli. Hier habt ihr Häutli. Hier habt ihr noch mehr Häutli. Hier habt ihr Pelzli. Hier habt ihr Häutli. Hier habt ihr Panzerli. Klebsprinröhre brauche ich selber. Die Saugstachel kannst du noch haben. Genauso wie diese komischen Arkonitenschädel. Und einen Haufen Marmorsplitter habe ich hier. Erge von Ciantia, da habe ich auch ganz schön was von gesammelt. Schattensteine kommen auch noch ein paar drauf. Ach komm, weg mit dem Omnium. Und einen riesigen Goldbarren kriegst du auch noch ran. Ich danke dir. Da kam die Kohle wieder reingesegelt, Leute. Da kam die Kohle wieder rein. Alter, das Geatme von dem Kerl, das geht mir richtig auf den Sender. Kannst du nicht einfach mal atmen wie ein normaler Mensch? Das ist doch echt nicht normal. Wie du dich hier benimmst, hör mal. Du Qualle. Du Nebelkrähe, hör mal, Mann. Nolans hier Höft. Und ich werde nicht überfallen, sowas? Sowas gibt's doch. Ruhige Gebiete, in denen ich nicht bekämpft werde. Na, erstmal sehen, was hier auf der komischen Straße da noch los ist, ne? Hier könnte es ja durchaus auch Ärger geben. Gibt's auch. Und zwar nicht zu knapp. Oh, da ist der erste schon weggeplatzt. Haben wir. Boah, ich bin verknibbelt und verdattelt. Ich krieg so viele schöne Dinge und das ganz kostenlos. Gib mir den Schädel. Ich kann keine Fertigkeit selber aufnehmen, sagst du? Das will ich aber selber sehen, hör mal. Wo ist denn die fucking Drecksfertigkeit selber? Jetzt ist aber erstmal Ruhe. Habe ich was Falsches genommen? Ich kann es nämlich doch nicht nehmen. Ach, Balsam ist das. Ach, Leute. Seid doch nicht so fies zu mir. Fertigkeitsbalsam dann eben. Bitte. Ist gut, du brauchst nicht mehr fighten. Die Sache hat sich im Prinzip nämlich von selber geklärt und so weiter. Männisch. Trautes Heim, Glück allein. Fast sind wir da. Und mach auf das Brett. Ich nehme an, wir müssen uns im Thronsaal melden. Können wir natürlich gerne machen. Ich hau hier unterwegs noch das eine oder andere Fass kaputt. Zum Beispiel dieses hier. Dem zugegebenermaßen jetzt nichts Wertvolles drin war. Aber es hätte ja sein können. Das war auch für den Arsch. Das auch. Ja, schönen Dank. Ist ja nicht so, dass ich irgendwas finden wollte, was von Wert für mich sein könnte oder so, ne? Oh, was geht jetzt los? Ach ja, Boggy Lumina. Hier muss ja mal wieder ein Bereich geladen werden. Das sieht alles so farbenfroh und hell aus. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ich bin jetzt so die Schatten... Welt gewöhnt, dass meine Augen jetzt denken, oh, was ist denn hier los? Das ist ja alles überall zerfallen. Jo. Aha. Ich hasse Ladesequenzen. Laden ist für den Arsch. Lass mich nach draußen, du Hängeulme. Der dritte Turm ist schon in Betrieb?
Peyton muss den Transentia-Kristall nach Illumina gebracht haben. Sag mir, wisst ihr, ob er noch hier ist? Ich brachte den Transentia-Kristall im Auftrag des Professors her. Ich hege großes Interesse an deiner Arbeit. Das kann ich mir vorstellen, du Sackratte. Wirklich? Also ich habe noch viel zu tun. Wie ihr gesagt habt, es gibt kein Zurück mehr. Was auch Tal und die anderen in Cyantia hält, für mich wird Illumina stets Vorrang haben. Ob das die richtige Entscheidung ist, ich weiß ja nicht. Simdev Kakorama Genemas. Sprich halt Deutsch! Als wären die Türme nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Seht ihr, man darf den Haskilian nicht trauen. Nein! Mutter, das kann nicht sein. Da ist sie, die blöde Schrulle. Und der Elke, du hast Dummheiten gemacht. Ist installiert? Ja, Milady. Du hast gute Arbeit geleistet, Elko. Du sollst reich belohnt werden, sobald diese letzten Aufgaben erledigt sind. Diese Arbeit duldet keinen Aufschub. Diese Konfiguration nicht. Die Energie muss kontinuierlich fließen. Alles andere wäre gefährlich. Das hat dich nicht zu kümmern. Befolge meine Anweisungen. Wir haben nicht viel Zeit. Vergib mir, aber ohne einen Kanal, der so viel magische Energie aushalten kann, würde das System destabilisiert werden. Und einen so großen Kristall gibt es nicht. Ihr Wissenschaftler haltet euch für unfehlbar, was? Ein Kristall ist nichts im Vergleich zur menschlichen Seele. Ihr wollt einen Menschen nehmen? Das wäre Selbstmord. Oh,
So intelligent und doch leider so naiv. Deine Erfindung soll ein Portal zum Nichts öffnen, sodass wir Haigu beschwören können. Lord Talos wird dem Dämon als Körper dienen. Haigu soll auferstehen? Sobald Haigu wieder da ist, werde ich als unsterbliche Königin Illuminas herrschen. Das ist so eine Mistkrücke! Du hast gehört, wie dein Auftrag lautet. Führe ihn aus. Ach, ich kann das nicht zulassen. Aber wenn ich mich weigere, bringen sie mich um. Und Tilly auch. Ich muss sie finden. Tja, Elko, guten Morgen. Bist du endlich mal aufgewacht und hast gelernt, über den Tellerrand hinauszublicken, oder was? Du hast Mist gebaut. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.